Seat hat mit dem Facelift des Leon neue Akzente gesetzt. Ein neues Design und ein höheres Maß an Funktionalität sind die Grundlagen der Neuauflage des Erfolgsmodells aus Spanien. Innen wie außen ist die Verwendung neuester Technologien sichtbar und spürbar. Die Summe der vielen Änderungen und Verbesserungen sollen den Kunden neben mehr Sicherheit auch mehr Fahrspaß bescheren. Und also ein Facelift hat natürlich den Sinn und Zweck, die Kunden bei der Marke zu halten, die Qualität zu steigern, die ganzen technischen Neuerungen reinzubringen und natürlich das Volumen mindestens zu halten. Und die Varianten, auf die wir besonders geachtet haben, sind diese Diesel-Allrad- und Automatik-Varianten mit 150 PS TDI. Das wird es bei diesem Auto geben. Und natürlich für die besonders sportlichen Leon-Fahrer, die haben ja immer den Cupra besonders im Augenmerk, aber haben den Allrad vermisst. Auch hier gibt es dann eine 300 PS Version mit Allrad und DSG. Im Innenraum bestechen der 8 Zoll Bildschirm samt Multimediasystem und die neu gestaltete Mittelkonsole mit kabelloser Ladestation. In der Mittelkonsole ist mehr Platz durch die elektronische Handbremse. Also es ist schon ein sehr, sehr, sehr edles Ambiente, das da drinnen sich auftut. Europas führende Motorjournalisten lauschten gespannt den Ausführungen der einzelnen Verantwortlichen von Seat und zollten dem Ergebnis entsprechenden Respekt. Gutes noch besser zu machen, scheint dabei die große Herausforderung gewesen zu sein. Klassischer Feinschliff, also auf den ersten Blick sieht man nicht wirklich viel, was gemacht wurde, aber es sind so viele kleine Details, die tatsächlich Verbesserungen darstellen und in Summe sind diese Details so, dass es wirklich ein sehr stimmiges Update ist, also das Auto ist deutlich verbessert zum Vorgänger, der schon eigentlich sehr gut war. The facelift, what we have done basically is to not to change the character of the car, but what we have done is to increase or to emphasize the character of the current Leon. So what we have done is to make the front and the rear a little bit sharper, a little bit more characterful, with the shapes, with the small details, with the treatment of the grille. The grille, it is very important, it's wider, it's 40 millimeters wider, and then 10 millimeters taller with a bigger emblem. We work also on the expressivity of the lamps and the technique of the lamps to make them more unique. So all in all, it's concerning the exterior design. All in all, is Leon, but very much pushed to a new level. Und in diesem neuen Level befindet sich auch die gesamte Autoindustrie, wie es Alejandro Mesonero Romanos auf den Punkt bringt. It's a very exciting moment for car companies, but also for designers, because as you say, the world is changing, the mega trends are hitting us in the face. Connectivity, electric cars, autonomous driving, all this is not the future, it's the present, it's right now.